Ich bin die Sina, ich bin 20 Jahre und komme von Bern aus der Schweiz. Oh, schön. Hallo. Kennst du das, was man über die Berner so sagt? Ja, wir sind langsam, sagt man. Man sagt, dass ihr sehr langsam sprecht. Genau. Aber ich habe gehört, es gab mal so einen Test, hat man getestet, ob die Berner auch viel langsamer arbeiten. Mal gemerkt, dass die viel schneller arbeiten als der ganze Rest. Siehst du? Weil alles, jeder Griff sitzt, alles ist mehrfach überlegt und dann passt das einfach alles. Ich kenne nur das Wunder von Bern, das reicht aber, glaube ich. Ja. Ich kenne Bernhardiner-Hunde. Haben wir alles jetzt. Dina, warum willst du Superstar werden? Ich will Superstar werden, weil ich eine einzigartige Stimme habe. Positiv? Ja. Okay. Ja, was singst du, Sina? A Million Reasons von Lady Gaga. Okay, alles klar. Spielst du ein Instrument? Ja, ich spiele Gitarre, Klavier und Bass. Wow, let's go. Spielst du gut Klavier? Ja, ich spiele seit 15 Jahren. Boah, eigentlich eine Nummer. Und die Leute sagen es, ja. Und warum spielst du nicht Klavier hier? Ja, kann ich schon. Ist so Klassik oder was? Also ich spiele vor allem Popsongs einfach in meiner Version und so. Ja, mach doch mal einen Popsong in deiner Version. Ja, dann mache ich Million Reasons auf dem Piano. Okay, ja, mach natürlich. Mal. Super. Bin so gespannt. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons to let you go. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. If I had a highway, I would run for the hill. If you could find a driveway, I'd forever be still. Cause you're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. When I bow down to pray, I try to make the worst seem better. Lord, show me the way to cut through this worn-out leather. I've got 100 million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay. Baby, I just need one good one, good one. Tell me that you need a good one, good one. Okay, Sina. Stellst dich da wieder hin, ne? Ja, damit hatte ich echt nicht gerechnet, du. Ja, ich auch nicht. Stimme, die ist ja sehr auffällig. Du singst ja tiefer fast als ein Mann. Ja? Ja. Und dann hast du da auch noch dieses Gekratze drin, spielst ein gutes Piano. Aber vor allen Dingen also diese Individualität, also dass du wirklich einen Wiedererkennungswert da in dir selber drin hast, das finde ich ganz toll. Danke. Schön. Sina, ey. Ja. Sina, was war das? Hey, ich hätte niemals damit gerechnet. Du hast mich... Bis jetzt für mich die größte Überraschung, was wir bis jetzt hatten. Wow, ich hätte niemals damit gerechnet, wirklich. Danke. Das hat mich richtig überzeugt. Ja, weil du wirklich stehst da so, ja, ne? Ja. Da denkt man, du stehst wie Edwin, hast eine Ausstrahlung wie ein Kastenknete. Ja, bin ich ganz aber das war ein Goldkasten, wirklich. Wow, danke. Unglaublich. Also ich war wirklich, der erste Ton, ich dachte mir, das kann doch nicht wahr sein. Sina, sehr gut gemacht, wirklich. Dankeschön. So, was mache ich jetzt mit dir? Oh, oh. Alles super eigentlich, aber ich fand, dass dadurch, dass du so eine besondere Stimme hast, könntest du das schon noch ein bisschen rauskehren. Jetzt nur sich darauf zu verlassen, dass man diese andere Stimme hat, die sonst keine hat, das reicht mir nicht. Ja, klar. Also, mir fehlt die Edginess. Die hast du auch so nicht, weißt du, aber das muss, dir muss das wichtig sein, da herauszustechen. Nicht nur, weil deine Stimme so besonders klingt, sondern weil du auch was Besonderes damit machen kannst.
weißt du? Und das hat mir jetzt ein bisschen gefehlt. Ich gebe jetzt einfach mal ein Nein, damit du mich nächstes Mal wirklich überzeugst. Das fände ich super, wenn dir da noch ein bisschen was einfällt. Ja, Sina, definitiv Überraschungseffekt und in positiven, du hast ja gefragt, positiv oder negativ. Aber das ist natürlich für eine Überraschung gut, sage ich mal, mit diesen Auftreten und dann was liefern, ist natürlich super. Aber über die Shows musst du natürlich gucken, dass du ein bisschen Haltung, ein bisschen Größe gewinnst. Juana, aber weißt du, für dich ist der beste Weg der Weg ans Klavier. Ja, ich glaube, ein großer Entertainer wirst du nie. Ja, das und das brauchst du auch nicht. Elton John, oh Mensch, der Fettsack sitzt die ganze Zeit hinter seinem Flügel, aber singt wie ein Gott. Ja. Ja. Und deshalb, du kannst toll Klavier spielen. Weißt du, warum bist du nicht die Frau am Klavier? Ja? Ja, setz dich dahin, perform deine Nummern am Klavier, alles ist wunderbar. Da brauchst du dir über nichts Gedanken zu machen, finde ich. Ja, aber wenn wir nicht jedes Mal ein Klavier dabei haben, dann haben wir ein Problem. Ja, haben wir. Also dafür könnte ich sorgen, dass da jedes Mal ein Klavier steht. Ja, daran soll es nicht scheißen. Ja, super. Wenn es so ist, schön, dass du dabei bist. Ja, das war eine super Leistung, du hast dreimal Ja. Hol dir den gelben Zettel. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Ciao. Ja, ist auch voll cool. Und ich habe auch, denke ich, sehr gutes Feedback bekommen und kann auch damit arbeiten. Yeah, ich bin Rico.